Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt manchmal so Tage, da habt ihr einfach auf nichts mehr Bock. So die Tage, an denen man das Gefühl hat, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiterkommt und auch oft all die Dinge irgendwie keinen Bock mehr hat. Es gibt Wochen, Monate, wo es einfach irgendwie nicht mehr vorwärts geht und man hat so das Gefühl, soll man jetzt lieber aufgeben, soll man was Neues anfangen oder soll man einfach mal gar nichts tun. Genau um dieses Thema geht es heute. Aufgeben oder lieber doch weitermachen? Und unter welchen Umständen sollten wir lieber aufgeben und unter welchen Umständen sollten wir weitermachen? All das gibt es in diesem Video und ich erzähle euch mehr dazu, wenn ich zu Hause bin. Jo Leute, da bin ich schon wieder zurück zu Hause und ich habe ja schon angekündigt, möchte mit euch über ein Thema sprechen, was jetzt gar nicht so viel mit Biken zu tun hat, aber vielleicht könnt ihr das auch aufs Biken ummodeln oder auf irgendwelche anderen Dinge, und zwar ist es Aufgeben. Es gibt zwei verschiedene Dinge von Aufgeben für mich. Punkt Nummer 1 ist, du schaffst etwas einfach nicht, aber du möchtest es unbedingt schaffen. Punkt Nummer 2 ist, dass du etwas, ja, nicht das Gefühl hast, du schaffst es nicht, aber es eigentlich auch gar nicht möchtest. Wenn du das eigentlich im tiefsten Inneren gar nicht möchtest, dann das Gefühl hast, du müsstest aufgeben, dann ist es nicht schlimm, wenn du aufgibst, weil dann handelst du eh nicht nach deinem Herzen, du handelst eh nicht nach deinem Gefühl und du handelst irgendwie gegen dich. Wenn du aber so bist, dass du etwas, das Gefühl hast, du kommst nicht weiter und du schaffst es irgendwie nicht, aber du möchtest es im tiefsten Innern eigentlich unbedingt, dann solltest du nicht aufgeben. Und wie du das schaffen kannst, das erzähle ich dir jetzt kurz. Wir sind alle gerade in einer Phase oder in einem Leben oder in einer Zeit, wo die Dinge nicht so einfach sind, wo die Leute schlecht gelaunt sind, wo die Leute das Gefühl haben, es geht nicht weiter, aber es geht immer irgendwie weiter. Und lass dir gesagt sein, ich bin schon lange selbstständig und es gab immer Ups and Downs und die wird es immer geben. Wichtig ist, dass du deinen Traum und dein Ziel, das große Ziel, was du hast, nicht außer Acht lässt und nicht vergisst oder über den Haufen schmeißt, weil du das Gefühl hast, du bist einfach in deinem Hamsterrad, in deinem Leben gerade so gefangen, dass du da einfach gar eh nicht rauskommst, dass du nicht weiterkommst. Gib deine Träume nicht auf. Zu viele Menschen da draußen geben ihre Träume einfach auf und ertrinken praktisch im Alltagsstress und im Alltagsgeschehen. Und du hast nur dieses eine Leben. Das heißt, mach das Beste daraus. Versuch in jedem Moment, in all den Dingen, die du tust, das Beste rauszuholen und nicht aufzugeben. Auch wenn es manchmal schwer ist. Du kannst nicht jeden Tag 100% geben. Das ist aber auch nicht schlimm. Weil deine 100%, die du jeden Tag geben kannst, die stehen dir trotzdem zur Verfügung. Was meine ich damit? Du kannst sozusagen an jedem Tag 100% geben, nur dass deine 100% nicht immer die gleichen sind.
wenn du voll ausgeschlafen bist, gute Laune hast, gutes Wetter ist, dann sind deine 100% hier oben. Und das ist richtig gut. Aber es gibt auch Tage, da ist das Wetter schlecht. Du bist müde, du hast vielleicht noch Probleme, du hast zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Irgendwie deine 100% sind nur hier unten. Trotzdem kannst du diese 100% geben, anstatt gar nichts zu machen. Und das ist das, womit du jeden Tag deinen Zielen ein bisschen näher kommst und du nicht aufgeben musst. Auch die kleinen Sachen, die du schaffst an einem Tag, bringen dich auf lange Sicht zu deinem Ziel. Vielleicht schaffst du es nicht, in einem Monat dein Ziel zu erreichen, aber vielleicht schaffst du es, in 3 Monaten dein Ziel zu erreichen oder vielleicht auch erst in einem Jahr. Aber du kommst dorthin. Und zu viele Leute geben vorher auf. Zu viele Leute machen irgendwie ständig keine Fortschritte und geben dann auf. Wenn ich zurückgehe an die Zeiten, wo ich Breakdance gemacht habe, da war es so, dass ich am Anfang natürlich super schnell Fortschritte gemacht habe. Das war jetzt beim Biken zum Beispiel auch so. Ich bike jetzt 1,5 Monate und die Fortschritte waren so. Das wird aber jetzt nicht immer so bleiben und das ist mir bewusst. Ich werde immer wieder kleinere Fortschritte machen und nicht weiterkommen. Und dann gilt es, dieses Plateau zu überwinden. Es ist im Fitness das Gleiche. Am Anfang machst du super schnelle Fortschritte, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du nicht mehr so viel Fortschritte machst. Und das ist in jedem Bereich so. Wenn du dich selbstständig machst, am Anfang hast du das Gefühl, ja, da passiert gerade ganz, ganz viel, dann passiert plötzlich irgendwie gar nichts mehr. Und irgendwann kommt der Knackpunkt und dann geht's wieder weiter und dann läuft das Ganze wieder. Du steigst sozusagen wie in einem Videospiel immer wieder aufs nächste Level. Jeder, der mal irgendwie ein Videospiel gespielt hat, weiß, die ersten 5, 6 Level gehen super schnell. Aber nach dem 6. Level geht es plötzlich langsam. Es ist schwieriger, die Levels sind länger. Es ist anstrengender. Du kannst nicht so viel auf einmal machen, weil das Level so lange dauert oder das Level so anstrengend ist. Das heißt, du schaffst weniger Levels in weniger Zeit. Trotzdem schaffst du dieses Level. Und zu diesem Level wärst du niemals gekommen, hättest du 1 bis 6 nicht geschafft. Und so ist es bei allen Dingen, die wir tun. Das heißt, egal wie schwer gerade die Zeit ist oder wie du auch das Gefühl hast, dass die Welt gerade irgendwie stillsteht, gib nicht auf, verlier deine Träume nicht und lass dich nicht unterkriegen. Ich habe selbst auch Tage oder jetzt Wochen hinter mir, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr weiter, es ist so, es macht alles keinen Bock mehr, es ist so anstrengend und es macht keinen Spaß. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Und diese schweren Zeiten musst du einfach überstehen. Stell dir vor, du gehst in einen Dschungel rein. In diesem Dschungel warten lauter Gefahren auf dich. Am Ende des Dschungels ist das Paradies. Hier startest du. In der Mitte ist der Dschungel. Du gehst rein. Die ersten Wege sind noch relativ gut zu Fuß zu gehen. Es sind wie so Trampelpfade. Viele sind diese Wege gegangen. Und dann wird es irgendwann schlammig. Du kommst so durchs Dickicht. Es sind überall Äste, alles. Du musst so drüber klettern. Es kommen immer mehr Hindernisse, weil den Weg, den du da in der Mitte des Dschungels gehst, den sind noch nicht viele gegangen. Und deswegen ist es auch so schwer dort. Der erste Weg, der Trampelpfad, ist leicht. Aber dann kommst du zu einem Part, den nicht so viele Menschen bestritten haben. Und das wird richtig schwer. Und gegen Ende wird es noch schwerer. Aber wenn du erstmal da bist, am Ende, und du hast es geschafft, wirst du merken, dass sich das Ganze gelohnt hat. Ich hoffe, dass dieses Video dich ein bisschen motivieren konnte, egal in welcher Phase du gerade bist. Aber ich hatte einfach das Gefühl, ich muss da nochmal drüber sprechen, weil ich das gerade selber so ein bisschen durchgemacht habe. Und vielleicht es den einen oder anderen auch irgendwie gerade trifft. Oder es den einen oder anderen genauso geht wie mir. Oder es dem einen oder anderen, ja, einfach gerade nicht gut geht. Und deswegen dieses Video. Yes, Leute, ich hoffe, dieser kleine Input hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes als sonst, aber wer meine alten Videos kennt, der weiß, ich habe damals öfter mal solche Videos gemacht und ich habe das so ein bisschen aufgehört die letzte Zeit, weil ich ja das Gefühl hatte, dass es gerade nicht so passt. Aber jetzt gerade merke ich, dass es immer mehr Leute brauchen und dass immer mehr Leute sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen sollten, weil es einfach an der Zeit ist. Wir gehen gerade alle zusammen durch eine harte Zeit und es ist nicht einfach. So Hobbys wie das Biken, Fitness, Sport, was auch immer du hast, lesen, malen, zeichnen, total egal. All diese Sachen sind gerade Gold wert. Und hol dir den Ausgleich, den du brauchst, aber verlier nicht dein oberstes Ziel aus den Augen. Gib nicht auf, bleib dran. Lass mir gerne ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat und einen Daumen nach oben, wenn wir mehr so Videos machen sollen, mit so einem kleinen Richtung
Exkurs Richtung Mindset und so, sag mir gern Bescheid. Ich bin da sehr, sehr offen für und ich finde, das lässt sich immer gut verbinden, auch mit so ein bisschen Action. Mir hat es gut getan, heute einfach mal rauszukommen und mir hat es gut getan, mit euch zu sprechen. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.